Ja, liebe Leute, es wird Zeit für ein neues Kapitel. Lasst uns doch das Kapitel 4 aufschlagen, denn wir haben ja viel gesehen, Xcode, Label, Button, Textfield und haben aber doch schon auch einiges so mit dem Code zu tun gehabt. Ja, ein UI-View, den wir konstruiert haben und von Klassen wie dem View-Controller war die Rede und von Methoden und Argumenten. Jetzt müssen wir das mal irgendwie auch zusammenbringen. Das tut auch nicht weh. Unsere Programmiersprache heißt Swift. Swift ist die beste der Welt, um Native iPhone-Apps zu erzeugen. Ja, den Raum lasse ich mir noch, obwohl für mich ist es die schönste und beste der Welt, die Programmiersprache Swift. Und dann steigen wir jetzt da auch ein und wir machen es ganz modern mit diesen Playgrounds und wir erzeugen uns also einen neuen blanken Playground und steigen ein mit dem Thema Konstante und Variable und das eben im Kapitel 4, denn da müssen wir hin. So, jetzt dauert das einen Moment, bis dann der Simulator hochgefahren ist und unser Playground läuft. Und das ist auch schon der Fall. Das Schöne ist, ich habe euch immer wieder mal Begriffe um die Ohren geworfen, wie Import vom UIKit Framework, wo sich auch unsere Foundation, die Basisklasse, das Basis-Framework hinter verbirgt. Deshalb haben wir hier alles, was UIKit kann und was die sogenannte Foundation kann zur Verfügung, braucht man jetzt auch nicht ändern, ist ganz wunderbar. Und dann kommt dieser Playground mit einer Variable str und einem Hello Playground daher. Und was das ist, klären wir dann im Detail später, weil wenn ich da jetzt einsteige in Konstante und Variablen, dann wollen wir auch mit einer einfachen Konstante arbeiten. Und dann sagen wir mal, let Zahl a gleich 5. So. Jetzt haben wir also eine Konstante, die heißt Zahl a und hat den Wert von 5. Was heißt denn Konstante? Konstante heißt unveränderlich. Ich kann also später nicht sagen, Zahl a gleich 7, dann kriegen wir einen auf die Finger. Dass es nämlich hier heißt, cannot assign to value Zahl a, because is a let constant. Ja, also eine Konstante ist unveränderlich, wenn sie denn einmal erzeugt ist und einen Wert hat. So, würde es eine Variable sein, diese Zahl a mit dem Wert 5, dann könnte man sie später auch zu einem Wert 7 machen. Jetzt ist sie eben variabel, veränderlich. Das ist auch eigentlich schon das ganze Geheimnis. Ich meine, da weiß ich, da kann man Bücher und Kapitel mitfüllen, aber viel mehr ist es nicht. Das eine ist variabel, das andere ist konstant. So, und nun ist es natürlich schöner Programmierstil, wenn man Werte, die über die Laufzeit konstant sind, auch als Konstanten definiert und eben nur Werte, die sich über die Zeit ändern können, als Variable. Okay, soweit, so gut. Mit der Zielsetzung, dass wir kurze Videos machen wollen, lasse ich es dann an der Stelle auch mal bewenden, weil wir haben das Kapitel 4 eingeläutet, wir haben uns einen Playground gemacht und wir haben tatsächlich gesprochen, relativ einfach über Konstante und Variable. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir gemeinsam im nächsten Video.